Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Evoland 2. Wir haben zuletzt die Wikinger-Ausbildung abgeschlossen und sind jetzt bereit für das Turnier. Und dazu muss ich 6 Duelle gewinnen. Und es ist tatsächlich Candy Crush. So, es hieß, man soll Juwelen vereinen und wenn man... Ach, wir haben alle das gleiche Feld wahrscheinlich. Und man ist sofort wieder dran, wenn man 4 auf einmal macht. Deswegen stand da jetzt auch Zusatz zu. So, was hier noch irgendwo was Schönes? 3. Da sind welche. Da hinten. Hier kann ich ja wenigstens unterdrücken. Aber wo ist jetzt. Was ist jetzt das Ziel des Sammeln dieser Punkte? Ach, ich brauche jetzt noch 6 Grüne. Dann macht er. Dann macht sie eine Spezialattacke. 6 Grüne. Das ist kein Grüner in Reichweite, den ich was machen könnte. Oder 4 Gelbe. Gelbe kriege ich hin. Deswegen hat er jetzt angegriffen oder was? Du sagst 10 Schaden, friert einen Zug lang feindliche Kräfte ein. Okay, grün habe ich gesagt. Da oben ist eine Waffe. Aber wahrscheinlich sind die Waffen dann noch Angriff. Aber der hat eh nicht so viel Leben wie ich, also sollte es eigentlich nicht zu schwer werden. Wer weiß, wie es beim Boss dann aussieht. So, hier ist eine Waffe. Die Waffe ist wahrscheinlich dann direkt Angriff. 12 Schaden, okay. Mitunter kann es ziemlich schnell gehen mit dem Damage. Das ist ein 4er. Nein, den würde ich machen. Ich hatte eine Linie, verursacht 6 Schaden und heilt 5 pro Grünen. Verursacht 6 Schaden pro 3 Rote. Kann ich gleich wieder machen. Ein Leben hat er noch. Nein, tot. Witzig, witzig. Und ich krieg dadurch sogar Geld. Wahrscheinlich kann ich jetzt mit jedem hier duellieren, ja. So, da haben wir einmal einen Zusatzzug. Das gibt aber... Okay, das gab jetzt nur Geld. Soll ich noch mehr? Ich dir ermöglicht den Zug. So, normale Waffe greift automatisch an. 6 Schaden, okay. Ich will auch. So, ich könnte ein paar Gelbe gebrauchen. Dankeschön. Wenn ich noch dazu komme anzugreifen. Mach nicht alle Rote kaputt, ich brauche die. Das hat aber übelst Damage gemacht, der Sack. Die Runde sieht nicht gut aus. Ich sollte sie mal kriegen, weil sie kann heilen.
Ah, oh, das sollte ich machen. Schweinepriester. Ich könnte seine Fähigkeit wieder einsetzen. Dankeschön. Sehr schön. Scheiße, gerade wo ich genug gehabt hätte zum Aufladen. Man kann einfach so oft machen, wie man will. Dann ist das ja kein Hindernis. Schwein. Das habe ich mir extra vorbereitet gerade. Ist das der einzige Dreier hier? Ne, hier ist auch was. Zwei. Gelbe brauche ich, gelbe sind nicht da. Dann nehme ich Rot. Rot habe ich aber auch genug eigentlich. Na gut. Zusatz zu. Lebt er noch? Ah, doch nicht. Okay. So. Schade, da fällt mir noch eine rote an. Mann! Hier. Ui, der hat eine krasse Fähigkeit schon. Ja. Ich sollte mir schon mal ein paar Grüne sichern.
Ich hab nur 10 gemacht. 2, 2, 1, 1, 2, 3. Da ist ein Grüner. Ah, Schwein. Hat aber auch gerade Glück. Zwei Zusatzzüge. Ja, ich habe da gerade zwei Zusatzzüge eigentlich bekommen. So, kann man das nicht benutzen? Ich bräuchte Blau, um ihre Fähigkeit nochmal zu benutzen. Aber eigentlich brauche ich auch nur angreifen, dann ist er auch fast tot. Das hier will ich nicht machen in der Mitte. Gibt es nichts, wo ich nach oben stand? Ach, hier. Sehr gut. Komm, sicher ist sicher. Zwei. Ich wurde geschlagen, unmöglich. Ach, über Kreuz zählt er noch als Zusatzzug oder was? Es müssen wahrscheinlich mindestens 4 in der Kette sein. Egal wie rum. Der kommt gerade nicht zu was. Nein, das läuft nicht. Nein. Tschüssi. Wer seid ihr überhaupt? Ah, schade. Also wirklich einfach nur glückabhängig. Der Gegner spielt ja auch schlau. Wenn sich was ergibt, dann nimmt das. Das sind 5er. Ja. Das hat aber Glück gehabt. Eisbalsam. Alle blauen sind weg. Nützt mir das irgendwie was? Ich sehe gerade nichts. Ganz viel Rot. Ah, oh, nicht kaputt machen. Oh.
auf Vampire. Ich wollte hier Rücken nutzen. Oh, sind wieder vier. So, Heilung und Damage. Gerade nur einen normalen Zug gemacht, warum läuft der dann trotzdem zweimal? Schweinerei. Ja. Nur noch eins, ey, wie ich verliere das jetzt. Hä? Der hat doch nur noch eins. Was ist da passiert? Angriff. Geschafft. So, einer noch. So. Ich hab grad 5 Grüne kaputt gemacht und trotzdem nur 3 bekommen. Zählt also wirklich nur die Line. Ach krass. Genau das habe ich mir vorhin gedacht. Was passiert, wenn man nichts mehr machen kann? Das heißt, das Spiel prüft trotzdem auf Plausibilität. Ich krieg jetzt nur die doofen Gelddinger raus, damit er die Zusatzzüge kriegt. Ja, dass man mal selber drücken muss. Ja, warum nicht? Sicher habe ich ein bisschen Vorteil, dass ich die Kinder-Spiel zum Schluss mache. Weil ich dadurch mehr Max-Life habe als andere Spieler, die es vielleicht vorher schon vorgezogen haben. Warum kostet die Attacke kaum was? Die kriegt da relativ schnell wieder hin. Ist ja nichts. Tschüssi. 14, 16. Ich wurde geschlagen. Unmöglich. Was? Ihr habt tatsächlich all diese Krieger besiegt? Im Namen des großen Schildkurses könnt ihr unseren Boss herausfordern. Ein Schneemann. Den kennen wir schon als Karte, glaube ich. Keine Seele. Glaubt ihr, das könnte eine Falle sein? Nein, das glaube ich nicht. Wikinger sind zwar etwas ungehobelt,
Ihr Ehrgefühl scheint aber ziemlich ausgeprägt zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns in eine Falle locken würden. Ich glaube, da habt ihr recht, Velvet. Soweit ich verstehe, müssen sie im Kampf Mut und Tapferkeit unter Beweis stellen, um ewiges Leben zu erlangen. Ich mache mir Sorgen, was den Festlandbewohnern zustoßen wird, wenn die Wikinger ihren Tunnel fertigstellen und das Kaiserreich angreifen. Ich würde sagen, dass Angst und Sorge diesbezüglich nicht angebracht sind. Ach ja? Warum würdet ihr das sagen? Überleg doch mal, Fina. Die Wikinger werden in der Geschichtsbücher nie erwähnt. Das deutet darauf hin, dass sie den Kontinent nie erreicht haben. Ach ja, stimmt. Daran hatte ich nie gedacht. Aber was ist dann mit ihnen geschehen? Ich habe da eine Theorie. Natürlich habe ich keine Beweise, um sie zu untermauern. Deshalb müsste ich die entsprechenden Dokumente und Relikte finden. Wenn ich aber recht habe, hat etwas eine plötzliche Schmelze des erstarrten Kontinents ausgelöst. Und worauf genau beruht diese These, Fräulein Velvet? Ich habe euch nie erzählt, wie ich an mein Buch gelangt bin. Das Buch, das mich meine Eiskraft benutzen lässt. Ach ja, ich muss zugeben, dass meine Neugierde geweckt ist. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Jedenfalls ist es extrem nützlich. Ich hätte auch gern eins. Es wird das Buch von Boreas genannt. Neben dem Zeitstein und dem Magischlüssel ist es eins der drei legendären Magi-Artefakte. Es fiel mir bei meinen Forschungsarbeiten zu den Magi in der großen Bibliothek von Genea in die Hände. Ich konnte Teile davon übersetzen, deshalb kann ich etwas von seiner Kraft verwenden. Es steckt aber bestimmt noch viel mehr in ihm. Der Anarchivar Largo brachte das Buch nach seiner Südexpedition während des großen Krieges in die Bibliothek. Sein Bericht ist stimmig, er muss es im Land der Wikinger gefunden haben. Verstehe. Ist das richtig? Die Tatsache, dass euer Buch diesen Ort verlassen hat, bringt das Eis zum Schmelzen? Das ist eine Möglichkeit. Die Schmelze des erstarrten Kontinents ist ein langwieriger Vorgang. Wenn er aber mehrere Jahrhunderte lang anhält, könnte er zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen. Und die Welt würde fast vollständig unter Wasser stehen, mit ein paar Inseln, die herausragen. Das würde kaum etwas an der Zukunft meines Volkes ändern. Bis dann werden alle Dämonen verschwunden sein. Shoni, ich weiß, dass ihr langwierige Dialoge öde findet und sie am liebsten überspringen würdet. Aber wir diskutieren hier wichtige Angelegenheiten. Hört also gefälligst auf zu schnarchen. Ich glaube nicht, dass Megaklink der miese Täter war, Fräulein Fina. Der Schneemann, er schnarcht. Hä? Wer was? Hat mich jemand gerufen? Und sprechen kann er auch? Wer seid ihr? Ach so, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe meditiert, um mich für das bevorstehende Turnier zu sammeln, als ich eingelöst bin. Ihr seid wegen des Duells hier, dann machen wir mal weiter. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin der Häuptling der Wikinger. Nennt mich ruhig John Schnee. Ist das eine Anspielung auf Game of Thrones? Besonders zäh sieht er nicht aus, Shoni. Dann wollen wir mal dieses Turnierpreis gewinnen. Ich hoffe nur, es ist das Fragment des Magieschlüssels. Mein Vater hat mich gelehrt, dem Schein nicht zu trauen. Sei vorsichtig, dieser John Schnee ist zweifellos gefährlicher, als er aussieht. Ein Schneemann, der sprechen kann. Ich kann es gar nicht erwarten, diese neue Rätsel genau unter die Lupe zu nehmen. So, ich denke, wir sind aber erstmal über der Zeit, deswegen mache ich hier eine kleine Pause und wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!